vidéo. Vidéo de création, vidéo d'art. Meine Absicht ist es, Filme zu erzählen. Geschichten anhand von Filmen zu erzählen. Geschichten anders, auf eine andere Art und Weise zu erzählen. Dabei bediene ich mich einer andersartigen Erzählweise. Indem man ein Bild verlangsamt, spielt man natürlich mit seiner Ablaufzeit. Als ich aus einem tiefen inneren Wunsch heraus mit der Bearbeitung von Bildern begonnen habe, habe ich sehr schnell entdeckt, dass Zeitlupen es erlauben, die Realität zur Fiktion zu machen. Und diese Zeitbearbeitung stellt eine Konstante in meinen Werken dar. Im Gegensatz zu vielen bildenden Künstlern, die alleine arbeiten und die gerne sowohl das Drehen und Schneiden von Bildern als auch die Tonbearbeitung selbst durchführen, gehöre ich eher der Generation von Künstlern an, die aus dem Kinobereich kommen und die ein wenig wie Filmregisseure mit einem Team arbeiten. Für mich ist das wichtig. Ich brauche zumindest einen Cutter, also jemanden, der die Bilder schneidet. Und oft auch jemanden für die Spezialeffekte. Meine erste Ausstellung einer Videoinstallation war 1997. Es war eine Ausstellung der FRAC Alsace, der Regionalen Stiftung für zeitgenössische Kunst im Elsass. In dieser ersten Ausstellung habe ich eine Installation mit dem Namen Tombe realisiert. Hinter dem Namen Tombe steckt folgende Idee. Im Französischen hat dieses Wort zwei Bedeutungen. Es kann zum einen vom Verb tomber kommen, was fallen bedeutet. Und zum anderen ist la tombe das Grab, also der Ort, an dem man beerdigt wird. Ich hatte dabei die Idee, Gegenstände ins Wasser zu werfen und sie dort langsam absinken zu lassen, weil ja das Element des Wassers an sich schon eine Zeitbremse darstellt. Ich wurde 1993 nach China eingeladen und davor habe ich den Film über Hongkong gedreht. Ich möchte meine eigene Kultur einsetzen und sie mit dem Fremden in Einklang bringen. Wenn ich in die Ferne reise, bedeutet das im Grunde für mich, auf Menschen zu treffen, die so sind wie ich. Und zu versuchen, meinen Zuschauern, wenn ich es aus deren Sichtweise betrachte, die Idee zu vermitteln, dass wir auf der Erde überall auf Eindrücke stoßen, die sich ziemlich ähneln. Dass die einen Menschen sich von den anderen gar nicht so sehr unterscheiden. Es ist mein Anliegen, dies weiterzuvermitteln. Wenn ich viele Male in Asien und auch oft in Südamerika war, selbst ins Südpolargebiet gereist bin, um das Weiß zu filmen, unter anderem in einem Werk, das Voyage d'Hiver, also Winterreise heißt, dann mit dem Gedanken, etwas von Orten mitzubringen, die am weitesten von uns entfernt sind und doch zu unserem Planeten gehören. Ich bin nicht nur bis zum anderen Ende der Welt gereist, weil es für mich eine einmalige Gelegenheit war, sondern auch um zu zeigen, dass dieses Ende der Welt etwas mit unserer eigenen persönlichen Geschichte zu tun hat. Und dass man an diesen fernen Orten auch Orte sieht, die uns vielleicht in unserer eigenen Geschichte schon begegnet sind. Damit möchte ich aufzeigen,
dass nicht das örtlich am weitesten von uns entfernte uns auch unbedingt fern sein muss.